Kleingeld! Kleingeld! Yay! Und es regnet! Es regnet! Und der Westers hat nicht mal hier so einen Regentanz gemacht? Klar! Ja? Dann zeig nochmal, wie macht man denn sowas? Ich hab diesen gemacht! Ah, okay. Ist voll der Regentanz mit einem Yin-Yang-Symbol da oben drauf? Ja, natürlich! Ja. Und dann fängst du an zu richten. Hier, das. Ich bin von Spinnern umgeben. Gut. Das fällt dir erst jetzt auf. Hier nochmal das Batman-Symbol. Das noch nicht ganz fertige Batman-Symbol. Das noch nicht ganz fertig ist. Wir brauchen Sand. Ja. Na, damit wir es auch fertigstellen können. Deswegen, Das ist ein Goldfisch. Hab ich angegriffen. Was? Ein laufender Goldfisch, weil es jetzt regnet, oder was? Ja. Wollen die mich verarschen? Na gut. Ach Gott. WTF. Ist zwar ganz knuffig, aber gleichzeitig auch WTF. Was machen wir jetzt? Wir holen uns Sand, damit du das Ding da auf jeden Fall ausbauen. Auf den Regenschirm. Die wollen mich echt verarschen. Oh. Das ist cool. Kann ich den aufnehmen? Nee. Nee. Aber ich glaube, es gibt irgendwo einen Regenschirm, den man nehmen kann. Ich finde das cool. Aber gleichzeitig auch so WTF-Moment. Ja. Was ist das? Ich hab's getötet, sorry. Was war das? Ich hab keine Ahnung. Bevor es mich attackiert, erstmal töten. Und eine Gans? Da konnte ich das nicht sehen. Da ist so einer hier. Aber die Regenschirme, die sind echt cool. Aber diese Blobs, die brauchen auch unbedingt einen Regenschirm. Haben wir da reingeguckt? Natürlich. Haben wir. Ja, sonst wären sie nass. Hast du das Glitzern da auch gesehen? Welches Glitzern? Das Zeug glitzert. Welches? Da. Achso, ja, das ist ein Erz. Das hatten wir ja schon mal mitgekriegt. Ja, was genau, wofür wir es brauchen, keine Ahnung. Aha. Aber das haben wir schon gesehen. Okay. War eigentlich in dieser Richtung überhaupt eine Wüste? Nein, aber der Dings. Der was? Wo du hin wolltest. Ach ja, wir wollten ja auch in den Dschungel. Spoiler noch nicht! Hier kommt Sand. Ne? Ja, jetzt. Sorry, ne? Also, Achtung, Spoiler-Alarm! Wir wollten in den Dschungel. Zu spät. Oh. Muss ich nochmal üben, ne? Ja. Okay. Erstmal wird hier alles am Sand mitgenommen, so ein bisschen zumindest. Mach's, aber, dass du nicht so die Landschaft verstanden. So, was ist das jetzt? Kleinfisch. Du hast es getötet. Der hat mich angegriffen. Ja, ja, das würde ich jetzt auch sagen. Fliegende Fisch. Das ist doch nicht wahr. Nicht die Landschaft verschandeln, hallo? Geht's noch? Ja, so ein bisschen halt. Fliegende Fische! Dass das hier noch so ein bisschen ständig aussieht. Nee, das kriege ich nicht hin. Ich merke gerade, dass ich gar keinen Sand aufnehme, weil ich so einen scheiß Pilz hier drin habe. Oh. Immer diese Leute mit dem scheiß Pilz. Aber wenigstens, es regnet hier auch in der Wüste. Anders als in anderen bekannten Indie-Spielen. Mhm. Denn in der Wüste regnet es ja nicht, laut physikalischem Gesetz. Genau. Aber naja, wenn die meinen, dann wird das so sein. Also mir gefällt's. Ja. Wie viel Sand hast du jetzt so ungefähr? Boah, ein bisschen. 209. Ja, reicht eigentlich schon fast. Ja, ich nehme mir noch ein bisschen was mit. Ja, die Stackzahl ist ja jetzt sowieso. Gewittert das sogar? Ich weiß es nicht, ich hab die jetzt nicht gesehen. Nee, aber gehört im Sound. Ja, wir nehmen mal gekriegt. Wieso hast du eigentlich Sound? Ich dachte, du spielst ohne Sound. Oder nur ohne Musik? Nein, ich höre den Regen. Ich höre aber mein Bohrer zum Beispiel höre ich nicht. Merkwürdig. Ich ist es gerade selbst, ich staune gerade selber. Aber es gewittert. Ja, ich höre auch ein bisschen was im Hintergrund. Aber ich habe kein. Aber? Ja. Vielleicht sollten wir vielleicht nochmal unser Inventar leeren, bevor wir in besagten Dschungel reingehen. Meinst du? Ja, wäre eventuell nicht verkehrt. Ja, dann mach ich das mal. Ich mach das auch, wenn ich hinkomme. Ja, die Truhen sind ja jetzt auch zum Glück groß. Ja,
Da passt ja jetzt auch jede Menge mehr rein als zuvor. Was it all, fertig. Not so voll. Okay. Ich? Ja, also ein Schwert solltest du vielleicht mitnehmen. Ja, das, Yay, zwei Flying Fishes! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Sie haben tot. Oh. Ich hab Eis dabei. Wann war ich denn Eis? Hab ich da nichts abgebaut? Nee, aber du bist ja bei mir da runtergegangen und dann war da wahrscheinlich noch ein paar Eisblöcke, die ich nicht mitnehmen konnte. Wege, Sandstein und das Holz, das kann bleiben. Der Rest, der kommt jetzt hier rein. Das ist jetzt völlig unaufgeräumt, ist mir aber egal. Ja, shit. Ich will auch mal unordentlich sein. Willst du das, ja? Ja, sonst darfst du immer nur du das machen, diesmal mach ich mit. Eben. Endlich mal benutze den Pfad der dunklen Seite. Ja, auf die dunkle Seite der Macht. Wo konnte ich Sandstein nochmal herstellen? Aber an dem Ding hier. So, ich muss jetzt einmal gucken, wo lagere ich jetzt mein ganzes Klumpatsch hier. Machst du das Ganze aus Sandstein oder aus Sand? Sandstein. Okay. Oder meinst du, um jetzt nicht umwandeln, aber meinst du, Innenseite Sand und außen? Ich habe keine Ahnung. Also wenn, dann alles einheitlich. Also wahrscheinlich auch Sandstein besser. Na gut. Sonst hätte ich jetzt gesagt, dann baue ich jetzt alles in Sand. Dann die äußere Umrandung sozusagen mit Sandstein. Der vielleicht auch nicht cool, auch ganz cool aus. Gib mal her, den Sand. Ich teste das jetzt mal. Danke. So, bitteschön. Oh, die Tränke können wir eigentlich auch erstmal alle hier drin lassen, ne? Also jetzt hier Buff-Tränke. Ja. Ja, wir haben ja jetzt noch nicht den Hard-Mode hier. Oh, wie sähe das denn aus, wenn ich jetzt hier Sand hinklatsche? Das sieht bestimmt großartig aus. Mal ganz ehrlich, richtig großen Unterschied siehst du eigentlich gar nicht. Okay. Ja, das hat was. Ich bleib da jetzt bei. Na gut, wenn du das sagst, dann wird es so sein. Ist ja meins. Sonst sollen die Zuschauer sagen, was sie lieber haben wollen. Die können es ja sehen. Nee, im Moment nicht. Nein, aber ne, dann. Und dann können sie ja sagen, ist das voll hässlich, mach lieber anders. Und dann mach ich anders. Ja, schau ich mal. Ja, geht eigentlich. Finde ich. Das hat so einen Umrandungseffekt dann. Mhm. Das sieht ganz cool aus. Und das mache ich eben schnell noch. Mach das. Damit auch das Batman-Symbol hier fertig ist, damit wir nicht so wie andere Personen immer irgendwas anfangen und es dann nicht fertig. Ja, du kennst auch. Ich weiß gar nicht, wen du meinst. Wie etwas zu Ende bringen und immer ein neues Projekt anfangen und immer ein neues. Halt's Maul! Ah, ich hätte den Sand nicht umwandeln sollen, schon so voreilig. Das reicht nämlich nicht. Oh nein! Doch, ich bin schon runter auf 120. Obwohl, wenn wir da hingehen, dann gleich nochmal eine Ladung mitnehmen. Könnte reichen, obwohl es nimmt gerade sehr schnell ab. Du schaffst das. Glaub an dich. Bei 80. Das reicht nicht. Nee. Aber kriegst ja noch ein paar Schneebälle ins Gesicht. Vielleicht hilft das ja. Bei 30? Nee. Den? Ein. Ja, hervorragend. Fast. Aber nur fast. Müssen wir tatsächlich noch was mitnehmen. Ja, sieht sogar fast nach dem richtigen Batman-Symbol aus. Aber nur fast. Ah. Weil da fehlt noch ein bisschen Sand. Aber hättest du mal mehr abgebaut, du. Bin ich wieder schuld. Genau. Sagte so, der. Was denn? Oh nein, die Zombies haben jetzt Regenmäntel an. Kleingeld. Können sich die doch gar nicht leisten. Ja, anscheinend haben sie die dann geklaut. Jetzt nichts mehr. Faszinierend, wirklich.
Ja, aber es ist viel, viel mehr Pflanzen und allem da. Generell, es wirkt alles wesentlich lebendiger und so und ist ja, schon du, eine coole Neuerung. Oder waren das seine Hände einfach? Ich glaube, das waren seine Hände oder seine abgekackten Hände, ich weiß es nicht. Seine was? Naja, so abgehackte. Ach so. Dann sag das doch auch. Hab ich doch. Nee. Nicht? Nee. Oh. Aber wir bleiben da jetzt bei. Ja, dann ist ja gut. Ah. Ah. Ja. Ja. Hast du denn irgendein wunderschönes Thema? Ein Thema, das heute für uns relativ aktuell ist. Und das Thema von heute ist... Das Thema von heute ist Ubisoft und, naja, die haben halt, ne, zwei Projekte verschoben. Nein. Doch. Sag doch sowas nicht. Ja, doch. Okay. Nämlich und die einen, ist das dann Watch Dogs? Nein. Doch. Die Watch Dogs, die Hot Dogs. Die gewatchten Dogs, ja. Sorry. Und, ach du Kacke. Regenmantel-Armee des Todes. Ja, und das andere Spiel ist The Crew. Was? The Crew. Der wer? Also die Meute. Keine Ahnung. Aha. Die Truppe. Das klingt voll nach Gangsterspiel. Ja, ist es aber nicht so ganz. Es ist eigentlich ein Autorennspiel mit Open World. Gangster. Need for Speed für Arme. Gangster Autorennspiel. Ja, okay. Illegale Straßenrennen? Weiß ich nicht. Dann, sonst hätte sich das einfacher entscheiden lassen können mit Gangster. Ja, aber nein. Okay. Also Autorennspiel. Autorrennspiel mit irgendwas mit Open World. Also irgendwas, was mich überhaupt nicht interessiert. Was du dir aber bestimmt zulegen wirst. Nein, was ich mir zulegen werde, ist auf jeden Fall Watch Dogs, wenn es dann irgendwann mal erscheint. Ja. Allerdings erscheint es jetzt wiederum frühestens am 1. April. Ja, aber eine lange Zeit, du. Ja, weil die haben jetzt auf jeden Fall gesagt, ja hier, ne, wir verschieben erstmal und dadurch, dass sie es verschieben haben, kommt es nicht mehr in diesen Fiskaljahr 2013, 2014, sondern halt erst der nächste Termin ist dann frühestens 1. April. Ich verstehe, warum sie es getan haben. Ja, ich es auch ist ja, ein es bisschen. Es ist ja eigentlich kein Feintuning und sowas. Das kannst du mir nicht erzählen. Ja, das ist ja der Hauptgrund, warum sie es gesagt haben. Ich glaube auch mehr, dass es tatsächlich, ja, wir haben ja jetzt Assassin's Creed 4 und warum wir hauen nicht zwei Top-Spiele auf einmal raus. Ja, sondern lassen jetzt erstmal Assassin's Creed 4 anlaufen und dann warten wir ein bisschen und dann bringen wir Watch Dogs. Das glaube ich tatsächlich auch, dass das der Fall war. Und der Fall ist, warum es verschoben wird. Oder verschoben wurde. Weil Feintuning glaube ich auch ehrlich nicht. Also es sah sehr, sehr fett aus auf den Demos und was man da so gesehen hat, sah es wirklich schon fertig aus. Ja, also dass das nicht wirklich benötigt wird. Ja. Und deswegen, ich kann mir nicht vorstellen, warum es wegen Feintuning jetzt so Oktober noch, verschoben wird. Ja, 6 Monate, ja. Mhm. Das ist schon wirklich heftig. Das macht es eigentlich nur, wenn du tatsächlich so eine Panik eigentlich hast, dass das Spiel nicht. Der fast dadurch, die. Dass es halt schon so solide eigentlich wirkte und sowas, kann ich mir das auch nicht vorstellen. Das ist ja schon die halbe Entwicklungszeit von dem neuesten Call of Duty. Ja. Haben wir hier mal einen Höhleneingang langsam noch? Nee, immer noch nicht. Wer verfolgt? Letztlich ja, dann ändere das mal. Hab ich doch. Ich glaube, hier haben wir einen Höhleneingang. Nee, falscher Alarm. Das ist eine riesige Höhle. Ja, darin möchte ich jetzt wohnen. Nicht. Dahin hier ist auch schon Ende vom Dschungel. Ja, dann buddel ich mich da jetzt nach unten. Ja, dann mach das mal. Und ich mach hier Licht, ja? Das ist überhaupt noch Dschungel. Ich glaube so gerade. Ich glaube, wir müssen weiter nach rechts. Dschungel wurde hier ja auch enorm überarbeitet. Du links, rechts, ich links. Okay. Also, es geht doch schnell hier.
persönlich, ich finde es ja ein bisschen schade, dass sie Watch Dogs jetzt schon verschoben haben. Hab ich ja schon fast auf den Titel gefreut. Ich find's komisch einfach, woher jetzt diese Designentscheidung halt kam. Vor allem zu kurzfristig. Aber ne? Jetzt mal hier nach. Viele haben ja jetzt auch gesagt, oh nein, mein Launch-Titel für die PS4 ist jetzt verschoben worden und bla. Na gut, also das ist jetzt nicht der Titel, was für mich der Launch.